Tommy? Thomas Angelo. Detective Norman. Sind Sie allein? Tja, hier kommen keine anständigen Leute rein, außer dem Gesundheitsamt. Was darf sein? Nur ein Kaffee. Danke. Das ist sehr freundlich, Sir, aber ich möchte keine Almosen. Was willst du dann hier? Ich will die Bastarde, die mein Taxi kaputt gehauen haben. Hast du gehört, Frank? Er will meine Erlaubnis, um sich zu prügeln. Ja, hab's gehört. Okay, Tommy Angelo. Morellos Gorillas treffen sich immer in seiner Bar. Pauli, du kennst sie. Sicher, Boss. Gut, dann gehst du mit, Tommy. Tut mir leid, Ralph, ich wollte dich nur aufziehen. Du humpelst ja noch. Jetzt arbeiten zwei Krüppel hier. Wir haben nichts gemeinsam. Kapiert, Ralph? Sicher, Pauli. Tommy. Tom hat es geschafft. Jetzt haben sämtliche Politiker in der Stadt Angst. Niemand will wie der Stadtrat enden. Gute Arbeit, Tom. Aber das war noch nicht alles. Jetzt wollen wir Morellos rechte Hand. Seinen Bruder Sergio Morello Junior. Bitte, ich kann's erklären. Es gibt nur wenige Regeln. Lebt er noch? Bin nicht sicher. Alles gut, Junge? Dino, Blue, wollt ihr was von Don? Nee, wir wollen nur mit dem Taxifahrer hier sprechen, sonst nichts. Ach, wirklich? Ja. Das ist der Lieblingsfahrer von Don. Alles, was ihr ihm sagen wollt, könnt ihr auch mir sagen. Ach ja, dann hör mal gut zu. Wir gehen nicht mit leeren Händen, das steht fest. Tja, na dann geht ihr vielleicht gar nicht mehr. Ich würde ihm nicht trauen. Er hat zu lange gezögert. Er hat nur angenommen, weil er keine Wahl hatte. Abwarten, Frank. Abwarten. Ich frage mich vielmehr, was Morellos Problem... Hast du das von Turnbull gehört? Ja, Turnbull war total korrupt. In der Zeitung steht, man wird sich an seinen Kampf für den 19. Artikel... Alles in Ordnung, Carlo? Machst dir wohl in die Hosen? Ach, lass das. Große Sache, was? Endlich bist du mit dabei. Hör zu, ich habe mehr Zeit mit dem Don verbracht als ihr alle zusammen. Letzte Runde, Tom. Willst du noch was? Nee, ich geh nach Hause. Mach ihn alle, Tom. Wenn du dem Schwein was sagen kannst, bevor du es erledigst, sag ihm, dass ich anders bin als der alte Pepone und dass das für ihn...
sofort hierher! Setz ihn in Brand! Ich halte ihn ein! Danke für Ihr Kommen und willkommen auf meiner... Wir sind nicht fertig mit dir! Bitte, ich kann's erklären! Wir müssen zum Theater, bevor die Vorstellung vorbei ist. Tom, du fährst. Bleib stehen, du Bastard! Jetzt das Nachladen. Okay, Trommel öffnen und los geht's. Gut, eins noch. Mehr drauf. Du bist so... Autsch! Hast du nicht mehr drauf? Hast du nicht mehr drauf? Mach mich nicht wütend. Richte das Ding nicht auf!
Out! Noch wohnt. Lass ihn. Er ist verliebt. Nee. Gelbfieber von den Shanghai-Filmchen, die wir geklaut haben. Ich mag sie jedenfalls. Dann Problem, Tommy. Lass das, Barry! Thank you.
er nicht. Versuchen wir es doch. Und dann er selbst! Mr. Salieri dankt dir, ebenso wie Pauli und ich. Entschädigung für deine Mühen und Schäden am Auto. Damit sind wir quitt.
Aufstellung steht. Die Wagen sind startbereit. Die Beute rast davon, aber ein paar der Mechaniker an den Boxen sehen besorgt aus. Lichtenberg hat Probleme. Nicht mit seinem Wagen. Du Bastard! Du taubst nichts! Der Sieg hat meiner Tochter ein ganzes Jahr Schule ermöglicht, Tom. Hey, alles für die Colettis. Ah, genieß den Moment. Aber kümmere dich um Polly, bevor er sich und die Familie blamiert. Sonst klingt der Tag des Bosses unschön aus. Keine Sorge, Frank. Ich werde ihn schon finden. Hat mich gebeten, alle Besucher zu erinnern, dass der Verkauf... Yeah.